Hallo Grillfreunde. Wenn ich immer so zum Einkaufen gehe, dann sehe ich immer das nette Beef Jerky da rumstehen. Kosten Heiden Geld. Warum soll man das eigentlich nicht mal selber machen? Ich habe das heute mal vor. Ich werde das jetzt alles vorbereiten. Es gibt eine Art Grundmarinade, die man dafür benutzt. Ich zeige euch alles, was man dafür braucht. Das steht nämlich alles schon hier unten. Ich werde dafür einen Flanksteak benutzen. Ihr könnt auch Rouladen nehmen oder anderes mageres Rindfleisch. Das funktioniert. Geht auch mit Chicken. Gibt es separate Rezepte. Ich mache heute Beef Jerky. Hier auf dem Teller sind also die Grundgewürze. Das ist einmal Salz, Zwiebelpulver, Knoblauchgranulat, Paprika de la Vera und ein bisschen Natron. Dann habe ich hier die Worcester Soße, eine Teriyaki Soße und eine Sojasoße. Daraus stelle ich die Marinade her und da kommt das Fleisch dann rein. Als erstes halt 500 ml von der Sojasoße, also braucht ihr zwei solche kleinen Flaschen. Dann brauchen wir zwei Flaschen von der Worcester Soße, also 300 ml. Sind das knapp, ja, es sind jetzt 140 drin. Wir wollen das jetzt nicht so verbissen sehen. Und zum Schluss hier die Teriyaki-Soße, das sind 200 ml. Ist nicht mehr ganz voll, aber egal, wird schon reichen. Und dann noch die Gewürze mit rein. Das vermenge ich jetzt schön. Und wenn das alles halt aufgelöst ist, verbunden ist mit der Soße, dann geht es mit dem Fleisch weiter. Hier haben wir jetzt das gute Flanksteak. Das ist mir fast zu schade, es zum Beef Jerky zu verarbeiten. Aber ich denke, da findet sich schon ein neues. Ich packe es einfach mal aus. Nehmt euch ein bisschen Küchenrolle und trocknet es ab. Ich denke, das ist gut so. Ich weiß gar nicht, was der Fleischer hier gemacht hat. Das sind auch zwei. Und wenn ihr das richtig seht, die sind hier noch gefroren. Ich habe die gestern rausgenommen aus der Truhe. Das schneidet sich einfach auch besser, wenn das ein bisschen angefroren ist. Flanksteak funktioniert für Beef Jerky eigentlich wunderbar, weil da ist nicht so viel Fett dran. Und ich werde das jetzt quer der Faser einfach in ja, ca. 5 mm Streifen schneiden. Also so, die Dicke, das sollte wunderbar werden. Schneide ich beide auf und die kommen natürlich dann in die Soße rein. Also hier ist das alles so drin, ihr seht das, das sind hier halt so Streifen, manchmal dicker, manchmal schmaler, aber das ist in der Tüte nicht anders. Und jetzt werde ich das hier schön hier drinnen vermengen. Ihr seht das, so gut bedeckt. Es ist also schön reichlich Flüssigkeit drin. Ich werde das vielleicht zwischendurch noch mal ein bisschen durchmengen. Das bleibt jetzt für 24 Stunden mindestens da drin. Ja, und dann machen wir halt weiter. Ich zeige euch dann auch das Gerät, mit dem ich das mache. Jetzt machen wir erst eine Frischhaltefolie drüber, damit es halt zu ist. Fertig mit der Marinieraktion. Das Fleisch ist jetzt hier in der Schüssel drin mit Frischhaltefolie abgedeckt. Das geht jetzt für 24 Stunden in die Kühlung. Da bleibt es auch, das braucht es auch, soll ja den Geschmack annehmen. Ihr könnt die Marinade entsprechend noch anpassen. Das ist wie gesagt eine Grundmarinade. Ihr könnt da noch Pfeffer, Chili, Marmelade, keine Ahnung was. Je nachdem, wo nach euch der Sinn steht, dran machen. Und ja, wie gesagt, das geht in die Kühlung. Ich habe jetzt erstmal hier so einen weißen hoher Klosterbräu noch, einen Bonator Doppelbock. Da habe ich jetzt gerade Bock drauf. Den werde ich mir jetzt zu Gemüte führen, noch ein bisschen aufräumen. Und ja, wir sehen uns ja ein paar Sekunden weiter. In der Zwischenzeit sind halt 24 Stunden vergangen. Fleisch ist aus dem Kühlschrank. Ich hole euch auf jeden Fall nochmal ran, dass ihr das sehen könnt. Das hat die braune Farbe der Marinade angenommen. Und worin werde ich das jetzt machen? Ich habe mir hier so einen Dürrautomaten besorgt. Firma Siatronic, keine Ahnung, ich verlinke euch das mal unter dem Video.
da buxiere ich das rein. Der hat jetzt 5 Etagen, 2 Stufen, mehr braucht das Teil nicht. Ihr könnt da wirklich den günstigsten nehmen, den ihr da entsprechend findet. Ihr könnt dann auch Obst trocknen, Chicken, was auch immer. Ich werde es auf Stufe 1 machen. Jetzt verteile ich erstmal die Teile da drin, dafür hole ich euch ran. Also ihr seht das hier, der hat also entsprechend 5 solche Gitter. Und das Fleisch nehme ich aus der Marinade raus. Ich habe mir überlegt, ich werde die langen Teile einfach nochmal halbieren. Und dann buxiere ich die hier so drauf. Die Marinade streiche ich einfach bloß ab. Nichts abtupfen. Ich hoffe, das reicht. Ansonsten machen wir 2 Aktionen davon. Mach das jetzt fertig. Mehr ist da nicht zu beachten. So sieht es jetzt aus. Das waren jetzt 1,8 Kilo. So viel ist noch übrig. Das heißt, es wird noch eine zweite Ladung geben. Ich habe mir das hier auf Küchenrolle gelegt, um zu sehen, ob da ein bisschen was runter tropft. Aber wie ihr sehen könnt, da tropft nichts mehr runter. Ich stelle das jetzt in meinen Dörrautomaten rein. Es passt also drauf, auch die Dicke des Fleisches mit 5 mm passt perfekt. Deckel drauf. Hier oben sind ein paar Schlitze drin. Die müssen unbedingt frei bleiben, damit halt der Wasserdampf, der durch das Dürren entsteht, dort raus kann. Und dann schalten wir das Teil ein. Lüfter läuft. Ich gehe mal davon aus, es wird jetzt 6 bis 8 Stunden dauern. Lecker! Das Beef Jerky ist nun auch fertig. 9 Stunden warten. Ich zeige euch das mal. Also, ja, es hängt zusammen. Und das ist sehr lecker. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das mal zu machen, dann macht das. Aus Flanksteak, wunderbare Geschichte. Manche Stücken sind jetzt sehr trocken, manche Stücken sind halt ja noch ein bisschen weicher. Es ist alles bunt gemischt und ich schmatze. Da läuft ein echtes Wasser im Mund zusammen. Total simpel, alles da rein, einfach machen lassen, wunderbar. Und es schmeckt echt besser als das aus der Tüte. Wenn euch das gefallen hat, wie immer, Daumen nach oben, Kommentar, abonniert meinen Kanal. Es wird immer wieder was Neues geben. Ich sag mal, bis zum nächsten Mal.